Servus beieinander, ebenster Badwoods. Und ich, euer Zerkopf. Und wir sind zurück bei Resident Evil 6 HD für die PlayStation 4. Oh, in HD. Das habe ich ja vergessen. Ist ja alles in HD. Schon, ja. Muss man dazu sagen, ha? Ja, deswegen sieht man auch die Alterung des Spiels so gut. Aha, so ist es. Wir sind falsch, oder? Wo rennst denn du hin? Zu dem Heilspray, was hier liegt. Oh Leute, woher wusstest du das? Das war ehrlich gesagt Zufall, weil ich wirklich dachte, es geht hier lang. Zum ersten Mal habe ich zwei davon. Ja, stimmt. Wo geht's denn hier runter? Na hier. Ich wieder komplett falsch. Moment, Wahnsinn. Das ist Kiste, oder? Was ist das? Oh, das ist nix. Okay, das ein Fass. Ein Fass, ja. Leon, Helena, bitte komm. Helena, Leon. Wenn Cherrys Infos stimmen, sollte Simmons direkt voraus sein. Passen Sie auf. Hannigan Ende. Da sind dafür Kisten. Oh ja, Leute, da. Oh, was hab ich gekriegt? Ich hab grad was gekriegt. Du hast grad was gekriegt? Also, das sind nur Waffen. So war das. Hast du die Kisten da hinten? Die Munition geholt? Ich hab Munition für die Magnum bekommen. Leon, sind Sie wirklich damit? Nur habe ich noch keine Magnum, verstehst du? Unser Ziel ist Simmons. Haben wir nicht schon eine größere Waffe eingesammelt? Ja, aber keine Magnum. Um Ada kümmern wir uns später. Wie hieß denn die wir eingesammelt haben? Jetzt geht es einzig und allein Warte, ich hab doch gerade eben geschaut. Ist das vielleicht die Magnum? Die sieht ein bisschen aus. Nee, Quatsch, die Magnum sieht ja ganz anders aus. Aber oh ja, das ist für die Munition. Hey. Okay. Okay. Ich dachte. Das Ding soll wahrscheinlich die Magnum ersetzen, nehme ich mal an. Ja. Sagt man eigentlich Magnum oder Magnum? Das habe ich schon immer in den Resident Evil Teilen immer so gerätselt. Magnum, Magnum. Magnum! Sag mal Magnum, das klingt cooler. Magnum. Ne Magnum. Ich glaube, das eine ist einfach Deutsch und das andere ist Englisch. Das wird so sein, ja. Hm, schon lang kein blaues Zeichen mehr gesehen. Gellig. Also die Kamera macht, was sie möchte, okay. Ja, ist gut. Da ist ein Gebäude. Super Kamera. Hör auf jetzt. Müssen wir da wohl hoch, wenn die Kamera da so hinzoomt? Naja. Also, wir müssen wieder Seiten wechseln. Unerwartet. Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein, aufhören! Feuer einstellen! Die beiden da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay, okay. Geht's jetzt weiter, du Held. Werden Sie es bis zu dir schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Warnen Sie die Männer draußen. Sie hat mich erwischt. Nicht schlecht.
So sagt sie so verzweifelt, kommen Sie zurück! Ja, liebe so. Sie! Simmons! I love you! Er darf nicht entkommen! Simmons! Wird er nicht! Wir beenden das jetzt! Wird er nicht! Dann beende das mal. Na Moment, dann ziehe ich mal ein richtiges Ding. Ja, das war... Der ist aber ziemlich leer, der Zug, hä? Gell? Wahnsinn. Ja, aber zum Glück, ne? Warte. Ist der nicht zärtlich irgendwo rein... Nein, hat nur so ausgeschaut. Okay, geht schon. Ja. Wir kriegen was. Sie, Simmons. Was? Ich kann die Munition schon wieder nicht mehr nehmen. Oh ja, wir sind voll. Ah, ich musste nur mal nachladen, da ging's. Ja, oh, das Kraut. Was? Kann ich auch nicht nehmen. Okay. Oh, weil ich so viel Munition habe, kann ich das Kraut nicht nehmen. Okay, mal nachdenken. Was werde ich jetzt am wenigsten brauchen? Ja, ich werde die eine... Die Sniper werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Ich werde die Brandgranate weg haben, weil ich habe eh nur eine, also. Ja, ich habe zwei. Was bringt mir die eine jetzt ehrlich? Komm. Ja, komm. Aber ich brauche nochmal Grünes, also werde ich nochmal was wegschmeißen müssen. Ja, dann nehme ich die Fernzünder, die haue ich weg. Da habe ich gar keine. Ich habe nur noch Munition einstecken und zwei Brandgranaten. Okay, das heißt, eventuell gibt es keine andere Waffe dann, ne? Wenn wir schon voll sind mit Munition. Also für die zwei Charaktere gibt es keine anderen Waffen mehr. Ah, fuck, ich wollte gar nicht hoch. Moment, brech ab. Ich will erst mal schauen, ob es da durch die Tür noch geht. Na, geht, okay. Eine unsichtbare Mauer. Zur Tür kommt man gar nicht. Da ist eine Wand, die man nicht sehen. Achso, du hilfst mir. Gut. Ist klar. Ich bin doch. Du zahlst stark. Ich für wenig. Bizeps. Geben Sie auf, Simmons! Das Spiel ist aus. Sie verfolgt mich, während diese Frau frei herumläuft. Welche Frau? Die Verräterin Ada Wong. Wer weiß, was sie noch vorhat. Ein anderes Team sucht sie. Sie aber, Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was Sie wollen? Sie Narren, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Egal wie viele dabei sterben? Jemand musste ihn stoppen! Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun? Immer noch sicher, dass du so ein Virus gerne hättest? Na Moment, wetten, der Typ kann sich auch wieder zurückverwandeln. Hundertprozentig. Ich weiß ja nicht. Der ist gerade auseinandergeplatzt. Siehst du? Der sieht aber immer noch hässlich aus. Hier kommen ein paar schöne ZOPs und so, dann läuft das. Alle beide. Ich erledige sie mit bloßen Händen. Schau dann an, Alter, der bricht einfach so durch den Zug. Der Duo-Power-Typ, Alter. Die schießt bei mir nicht daneben. Die läuft. Ups. Autsch. Mädchen, du solltest schon ein bisschen auf dich aufpassen. Ich kann das nicht. Na, warum rutschst du denn vor? Ja, lauf! Wir sind in der Sackgasse. Wieso? Oder geht's da durch? Ach, da geht's durch. Okay. Jetzt hätte ich doch gerne meine Brandgranaten wieder. So. Oh, das ist Munition. Wow. Ich heile uns kurz. So. Gut, wo ist er jetzt hin? Oben. Erst oben. Renn mal durch.
Der kommt bestimmt von da an. Oh, Munition, Munition. Überall Munition, finde ich so geil. Der folgt dir, glaube ich, gerade. Mist. Verschlossen. Ja, das ist zu. Ups. Da oben ist er. Ist über uns. Nee. Wir wollen da nicht vor, oder? Wow, echt? Fuck, ich bin in der Sackgasse. Ja, ja, jetzt renn vorbei, schnell. Warte. Bam. Jetzt rein. Gib ihn, gib ihn, gib ihn. UFC, Mixed Martial Arts. Bah, Crowned and Pound. KO. Oh, oh. Ah, fuck. Fuck, wir könnten hier hoch, wir könnten hier hoch. Oh, er rennt einfach weiter. Ich verspäte meine ganze... Du willst hoch, wenn er oben ist? Ja. Ja, kein Ding. Okay, dann komm. Warte. Ich will nur kurz gucken, ob es irgendwo noch Munition gibt für mich. Wir könnten auch hier hoch. Ja, okay, dann gehen wir... Oh, da ist Munition gerade aufgeploppt. Für die Schrot. Ah, schade, die habe ich schon. Achso. Ich war voll mit der Waffe, jetzt ist sie leer fast. Leon! Ja! Was ist? Hilf mir hoch, Mädchen! Mädchen! Na los! Ach, so, gut. Ich dachte ja, schon, du lass mich jetzt stell dich dem Ding allein. ich habe es gehofft, sag mal so. Munition, lala. Super. Machen wir jetzt. Oh. Das war es aber noch nicht, oder? Na, das kann es nicht sein, war ja easy. Aber er hat Munition verloren. Alles okay, der Typ wirft mich. Das muss Einbildung sein. Leon, weg da! Bin zu ihm! Irgendwie erinnert mich das viel langsam an das Ding. Weißt du, der Film hier von 19. Wann kam der raus? Irgendwann in die 80er. Leon, hier rüber! Das Ding. Oder im Deutschen das Ding aus einer anderen Welt, glaube ich. Boah, wir müssen auf irgendwas Bestimmtes schießen. Schau, wie schnell der ist. Wie eine Maschine. Ja, natürlich. Das ist auch noch... Nein. Super. Klar, ja. Das ist ein Transformer oder so ein Blödsinn, was weiß ich. Mich schon, ja. Normal ist das nicht mehr, ja. Ich muss mit der Shotgun ballern. Ich hab keine Ahnung, warum. Achso, du hast keine Pistole oder so, ne? Ah, doch, das schon, aber die ist nicht gut. Die Shotgun macht doch Damage. Ja, aber die Shotgun geht doch nicht so gut auf die Weite, oder? Oh, fuck. Oh, ich geht. Ich stand gerade aber auf der anderen Seite. Was machen wir jetzt? Ah! Jetzt bin ich doch woanders. Okay. Gut, das Spiel hilft mir eh irgendwie. Oh ja, bleib da, bleib beim Monster. Na klar! Voll egal ist ihm das! Ha, super, schon schnell! Warum nicht Helena, hä? Arschloch! Zieh mich da nicht mit rein! Ist der Typ nur mein Name, ne? Ich bin so fies! Stabilität zurückerlangen.
hat mich getötet! Das war's sicher noch nicht. Der kommt wieder. Was hat er aber mit seiner Familie gesagt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe nur verstanden, meine Familie, aber den Rest habe ich nicht wirklich verstanden. Er hat mich verraten. Ach so. Meint er jetzt seine richtige Familie oder meint er jetzt seine Leute? Keine Ahnung. Ich denke seine wir Leute. Getan, was wir konnten. Gehen wir. Okay. Also ich nenne meine Arbeitskollegen nicht Familie, aber okay. Hey, Sie, ordnen Sie sich ein. Ne, meiner macht schon wieder. Stöhn doch nicht so, was ist los mit dir, ey? Meine Familie. Ist es vorbei? Ja. Es ist vorbei. Leon, wir haben ein Problem. Sherry und ihr Begleiter wurden entführt. Unser Satellit ortet sie bei einem Unterwasserölfeld, etwa 80 Meilen von ihnen. Entführt? Warum? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Moment mal. Moment mal, der Schlüssel, um den C-Virus zu stoppen, es ist... Jake. Hannigan, können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Was ist das? Okay, ich habe einen Chris Redfield dran. Ich stelle Sie zum Flugzeug durch. Chris Redfield? Leon, wo bist du? Chris, wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet von dort! Ja, Leute, in dem Moment, glaube ich, passt es für uns beide, dass wir uns verabschieden. Guck doch mal, ich hab Rang A und du hast nur Rang B. Ich hab trotzdem mehr Aim. Aber nur zwei, nicht einmal, 1,4. Ja, es ist aber durch die drei Tode, weil ich mich so gut geopfert hab. So gut? Ja. Man kann sich auch gut opfern. Ja, man kann sich auch gut opfern. Man kann viel bluten oder wenig bluten. Ich habe halt gut geopfert. Jetzt muss ich mir schon wieder einen verkneifen.
Ich wollte gerade sagen, ich spiele ja auch die Frau, ja? Also ist ja klar, dass, ne? So, fiese Scheiße, also gut. Na gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's das gut. Genau. Und haut rein. Ciao.